Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 4, dem fantastischen vierten Wahnsinnsspiel der fantastischen Reihe Fallout. Also im letzten Video oder Teil, ich schau mal, ob ich das zusammenfügen kann. Ansonsten, also kurz vorher haben wir versucht, wir mussten hier das Starlight Drive-In säubern von diesen bösen Viechern hier. Damit aber noch nicht genug. Wenn du in die Auftragskarte guckst, da unten baue und also säubere Starlight Drive-In, das haben wir gemacht. Dann baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Das war unser nächstes Ziel. Da bin ich kläglich gescheitert. Und das habe ich jetzt aber geschafft. Und das wollte ich da ersparen, das stundenlang anzuschauen. Und zwar, das ist echt fies. Also, wir haben hier einen Generator hinbauen müssen. Und dann haben wir hier so einen Rekrutierungsfunkleitstrahl hinbauen müssen. Und der Witz ist der, dass wir jetzt ein Kabel legen müssen mit von nämlich erstmal von hier nach hier und dann nochmal, das war der Witz, da musst du aber erst drauf kommen. Woher soll denn das einer wissen? Sag mal das mal. Und da müssen wir noch von da nach da oben eins legen. Wie soll denn da einer drauf kommen? Also ich habe immer nur von da nach da das Kabel gelegt, das war aber zu wenig, weil das Ding muss grün leuchten hier, das Knöpfchen. Dann, also wenn man hier einschalten will, siehst du, wenn man hingeht, kann man heißt es aktivieren und wenn es grün leuchtet, das ist noch ein roter, dann leuchtet es nicht. Also wenn es rot leuchtet, geht es nicht. Also man muss es aktivieren und wie gesagt, muss man dann von hier nach oben noch ein Kabel bauen. Das hätte einem, woher soll denn das einer wissen? Da kannst du 3 Stunden rumprobieren, ohne zu, also wenn du nicht weißt, dass du dann 2 Kabel brauchst. Wahnsinn. Och nee. Aber jedenfalls der Generator läuft, siehst du? Und wir haben 2 Kabel, von da nach da, nach da, nach da. Und eingeschaltet haben wir. Also ist unsere Aufgabe hier erstmal erledigt. Guckst du? Baue und aktiviere einen Rekrutierungssendestation, Dings da, um Siedler anzulocken. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, oh, welch Freude. Mein Leben lang trachte ich danach, Siedler anzulocken. Ist das nicht Wahnsinn? Und hier, boah, nach wenigen Stunden locke ich hier Siedler an. Unsere nächste Aufgabe, sprich mit Preston Garvey, das ist unser Heini hier, oder? Dann sprechen wir mal mit dem. Da steht ja auch unser. Huch, wer ist das? Das haben wir da jetzt schon einen Siedler angelockt? Ich glaub's nicht. Nee, mit dem rede ich. Entschuldigung, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich Oh. wollte dir nur sagen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um das hier zu einem richtigen Zuhause zu machen. Soll Oh. ich irgendwo mit anpacken? Ja. Ja, ich zeige es dir. Okay. Oh, das ist aber eine Siedlerin. Wäre ich jetzt fast gar nicht drauf gekommen. Also, oi, oi, oi. Die packt jetzt mit an, oder wie? Los. Pack an. Oh. Jetzt packt die an hier, oder wie? Ah, nee. Das will ich aber sehen. Was die hier anpackt. Na? Oh, die sieht doch ganz flott aus hier. Holla. Classis Romana, kannst du Latein? Classis Romana, die flotte Römerin. Oder auch die römische Flotte. Ha. Classis Romana. Das ist hier die römische Flotte, die flotte Römerin. Na, die ist doch hoppla. Vor allem so im Taschenlampenlicht hier. Haben wir da die Siedlerin angelockt? Ist, also ich krieg hier noch die Krise. Das Spiel Träume werden wahr. Ich hab und so eine hübsche auch noch gleich angelockt. Ist das nicht affenartig? Die 29,99 haben sich aber sowas von gelohnt. Das kann ich dir gar nicht. Nee, nee, nee. Aber ich muss jetzt mit dem Typen hier, oder? Reden? Na komm, 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 komm. Oh, und da komm. Da ist doch jetzt mal. Jetzt läuft der rum. Gut. Da hat man mal ein kurzes Erfolgserlebnis und dann frustriert einen das Spiel wieder affenmäßig. Was jetzt? Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Ray oh, abgeschaut. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Du hast voll den Level erreicht. Das kommt immer so schnell, wenn ich es nicht aufnehmen würde. Was? Kinderkrippe? Green? Oh nee. Jetzt muss ich die Kinderkrippe bauen. Ich schreibe den Tag heute in meinen Kalender und streiche ihn
wahnsinnig toll an, weil ich lock Siedlerinnen an, ich baue Kinderkrippen. Also wenn jetzt noch ein UFO landet direkt neben meiner Bude, dann bin ich schon fast glücklich hier. Das kann mir doch keiner erklären. Da speichere ich jetzt aber, das will mir doch wieder mal kaum noch Siedlerin Ich reden. möchte ein paar Sachen tauschen. Na Jetzt klar doch. rede ich auch noch mal mit der. Was hat den Filzhut? Ja, und ich bin mir sicher, dass der dämliche Filzhut wieder irgendeinen Vorteil bringt. Da bin ich mir doch aber Patronennatze. Unterhemd und Jeans, nee. Na, das wollen wir nicht. Na. Gut. Und wer pfeift so blöd? Der hier. Wer pfeift zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Es war frei nach Schiller, oder? Oder Goethe? Was? Ja, wir verhalten uns hier wieder. Also man sieht schon, man kann sich in dem Spiel hier völlig verlieren in wahnsinnig interessanten Nebenhandlungen und vergisst dann völlig, dass wir die Räderprobleme bei der Kinderkrippe Greentop lösen sollen. Sprich mit den Siedlern bei der Kinderkrippe Greentop. Die sind aber nicht um Greenpeace, oder? Na, dann machen wir das Level Up. Oh nee, ich habe ein Level Up. Das wollen wir doch aber mal jetzt im Moment. Wo sind meine Dinger? 5, 6, 5, 5, 5, 4 Glück. Dann machen wir jetzt mal Glück noch eins, oder? Damit ich da mal irgendwie Glück zeigt, wie gut ist das Schicksal. Oh. Eine kritische Stefan die Qualität gefunden. Oh, na das nehmen wir doch. Aber hallo. Peng. Da siehst du, jetzt haben wir 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5. Level 7. Oh weh, wie viel Level hat das Spiel? Ich will es nicht wissen. Schnell speichern. Schnell speichern. Oder langsam schnell speichern. Was passiert, wenn ich langsam schnell speichere? Das sind so interessante, philosophisch angehauchte Fragen, die wir jetzt hier mal so im Raum stehen lassen, oder? Weil ich muss auf meine Karte gucken. Datenaufgaben. Aufgaben. Ah ja, die Kindergrippe. Karte, wo ist der Käse? Satellite Drive-In. Muss ich jetzt hier noch was hinbauen? Warte mal. Wenn ich jetzt in den Werkstattmodus gehe, schau mal, oh weh, oh weh. Essen, Wasser, Schutz, aber wir haben Siedler angelockt. Rein muss ich jetzt da noch Essen und Wasser hinbauen oder bin ich hier fertig? Na gut, ich bin fertig, sage ich jetzt mal. Ich muss aber. Wieso drücke ich immer das Falsche? Wo ist mein Ziel? Ist das hier, oder? Sprich mit den Siedlern bei Kinderkrippe Green Top. Oh. Da muss ich da jetzt. Und wo bin ich überhaupt? Hier, oder? Au weh. Das muss ich da hinlatschen. Au, au, au. Ich denke, das machen wir dann im nächsten. Wenn ich es schaffe, die zwei Videos zu verbinden, dann würde ich sagen, machen wir das dann im nächsten. Oder latsche ich da schon mal hin, oder? Gut. Latsche ich da schon mal hin. Und, oder? Nee, ich bin richtig. Sprich, oh, da kann ich auch jetzt in 3 Jahre hinlaufen. Kindergrippe Greentop. Oh, nee. Na gut, auf los geht's los. Kann sich höchstens um Jahre handeln. Da muss ich aber ausmachen, oder? Oh nee. Preston, guter Kollege, gehst du mit? Ja. Ui. Ui, da muss ich jetzt durch die Dunkelheit auch noch. Mann, leckt mich am Arm. Voll durch die Dunkelheit. Da werden mich jetzt 100.000 bösartige Sachen fressen. Das sehe ich schon kommen. Oh nee. Au weh. Also alle 5 Meter speichern, das sehe ich schon. Da leuchtet schon mal schon wieder, meine Herren. Aber mehr als sterben kann ich ja nicht, oder? Warum leuchtet es da?
Was haben wir dafür für eine schöne Überraschung? Ich kann ja auch immer. Nee, kann ich nicht. Kollege. Oh. Warum sind das wieder radioaktive Fässer oder irgend so ein Scheiß da? Warum leuchtet das da? Oh nee, weil es ist garantiert, sind hier auch noch 10.000 wertvolle Sachen versteckt auf dem Weg dorthin, die ich natürlich nicht finde, weil ich zu blöd bin. Wir müssen leicht dahin. Oh nee, da müssen wir jetzt durch den Tümpel durch, oder wie? Ist der auf der Karte? Tatsächlich. Aber wir müssen da links an dem Tümpel vorbei. Und da hinten leuchtet schon was. Hoffentlich ist der radioaktiv verstrahlt. Also. Oh, Ziel, was? Verloren? Ist das schlimm? Oder wie? Oder haben die das schon wieder ausgeschaltet? Wo rennt denn der hin? Der soll mich doch beschützen. Weiß kaum, hast du mal ein kurzes freudiges Erlebnis hier in dem Spiel, dann wird das schon wieder zunichte gemacht, weil dein Kumpel blöd in der Gegend rumlatscht. Und nee. Ja. Das denke ich mal. Oh, wie? Schnell, wieso? Sagt er auch wieso? Weil da Strahlung war, oder wie? Ah, dann springt die Olle Svetlana nicht. Ja. Kann sich höchstens noch um 30 Jahre handeln, bis wir da sind. Oh oh. Also, aber wir können ja nicht schnell reisen, weil wir da noch nicht waren. Da weiß er immer nicht, ist da was Gutes drin oder ist da was Böses? Das hier. Oh. Aber wir haben es hier noch halbwegs. Wo ist mein? Kann man da nicht den Hund auch noch mitnehmen? Ich bräuchte 2 Hunde, 3 Begleiter und noch einen. Ui. Oh weh, weh. Oh weh, weh. Da sind. Oh, da ist doch bestimmt was drin. Super. Oh nee, Supermutanten Selbstmörder. Haha. Soll ich den abschießen? Also das ist doch hier bestimmt was Böses. Warte, da draußen ist was. Hier ist was, toll. Ah, da ist wohl doch nichts. Wollte ich dich finden, Mensch! Warte mal! Ohohoho, oh, schau. Errungenschaft freigeschaltet. Touchdown. Das war die Errungenschaft Touchdown. So viel. Gut, also. Huch, was macht da unten die blöde Anzeige? Gut, also wir sehen schon. Wir sollen da nicht hingehen wahrscheinlich. Also müssen wir irgendwie andersrum. Supermutanten Selbstmörder. Oh nee, da kommt die nächste Scheiße. Ich glaube, ich hab
das können wir doch wieder. Und, da, und wenn du von einer Gefahr wegläufst, läufst du in die nächste rein. Hundertprozentig. Da ist doch auch wieder irgendein Käse am Dampfen. Okay. Und da kommen wir doch schon wieder in eine lustige Siedlung, wo Notsignal. Ui, Notsignal gefunden. Wo ist mein Kumpel schon wieder? Also wir müssen uns da durchpirschen irgendwie oder dran vorbei. Was ich ja höchstens, wobei ich ja höchstens fünfmal sterben kann. Das wäre mal eine interessante Sache, wenn die so eine Anzeige hätten hier. Wie, oh oh. Wilder Ghoul. Ich doch weg. Ah, das, da geht einem aber wirklich hier die der Puls hoch hier bei solchen Szenen. Oh nee. Und jetzt verstrahlt bin ich auch noch, oder wie? 10 mm Patrone. Ah. Sicherung, das ist doch immer gut. Was, wo ist mein dämlicher? Ach, da bist toll, dass du auch da bist. Wie schön. Ah. Freut mich. Da war der Hund doch irgendwie besser, oder? Der Hund ist der beste Freund des... Aha. Schau, schau. Wenn ich jetzt geradeaus gehe. Automatisches Speichern, das ist doch nie... Und hier drin kann ich wahrscheinlich... habe ich jetzt... garantiert 50.000 wichtige Sachen hätte ich da finden können, nachdem ich 62.000 böse Sachen erledigt habe. Das ist doch toll, das Spiel. Da kann man doch echt nicht meckern. Schau her. Und für 5 Meter Weg, auf den du 20 tolle Sachen finden könntest und 25 Mal sterben könntest. Also da kann sich doch keiner beschweren, hier wäre keine Action, oder? Da kann man jetzt nicht meckern und das für 29,99. Ah, wie das ist. Klar, ich bin doch schon fast da. Achso, jetzt könnte ich auch noch am Kompass gehen irgendwie, oder? 33 Meter, zählt ja die Meter jetzt runter da unten. Ah, Klingglöckchen. Oh, und was muss ich da jetzt machen für den Käse? Sprich mit den Siedlern. Na, das machen wir doch. Mhm, hocken die da drin? Oh, nee. Sprich mit den Siedlern. Die pennen jetzt wieder mal hier, oder wie? Oh, nee. Schau, ich habe mich jetzt beim letzten Kampf nicht kaum verletzt, obwohl ich selbst gezielt habe. Schau, also dieses VATS oder VSTA, da, uiui, was ist denn das? Ein schickes Gewächshaus. Ah, das will ich mir noch anschauen. Schau mal, nee. Oh, da gibt's was zu essen. Juhu. Oh, das ist... Da. Oh, achso. Der erschreckt mich da. Jetzt spreche ich erstmal mit den Typen da. Oh, schau, da kannst du jetzt bestimmt noch 100.000 Sachen sammeln. Also, nee. Da, oh, da kannst du Schach spielen. Verbranntes Leib. Stehlen, oh, oh. Das ist aber, glaube ich, nicht gut, stehlen, oder? Stehlen. Nee. Stehlen ist nichts gut. Das machen wir nicht. Also jetzt quatschen wir erstmal mit dem Typen da, oder?
wenn es geht. Hallo. Haben die Minutemen dich geschickt? Wie schnell der aufgestanden ist. Ich bin nicht die Zahnfee. Oh. Sag mir einfach, was ich machen soll, damit ich wieder verschwinden kann. Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie bedrohen uns. Wir sind gezwungen, ihnen zu geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ich wollte die Taschenlampe einschalten. Also jetzt habe ich hier eine Antwort ausgewählt. Das heißt, also ich muss höflich sein. Ich sorge dafür. Na, das hört sich doch höflich an. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir haben niemanden sonst, an den wir uns wenden. Na, das war doch freundlich. Ich wollte bloß, weil es hier so dunkel ist. Ich wollte die Taschenlampe anmachen. Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Mhm. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Mhm. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Mhm. Kaffee trinken, Mensch, ich red mir den Mund trocken. Unsicher, genervt, danke. Danke. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Mittlerweile ist dir sicher klar, wie sehr mir die Minutemen am Herzen liegen. Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Hört sich an, als hättet ihr wirklich etwas erreicht. Das haben wir auch, denke ich. Weiß ich. Aber wie du siehst, war es nicht von Dauer. Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon. Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Die quatschen da 30 Jahre lang. Allein was da an Quatschen in dem Spiel gespeichert sein muss, wird ein paar DVDs füllen. Warum wir sie zustimmen dazu? Wir sind die Guten. Wir geben unser Bestes. Und eine Menge haben wir dir als Vorbild zu verdanken. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist, danke. Aber wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Aber ja, gern geschehen. Jederzeit, Preston. Danke. Wir sollten da mal besser weiter. Aha. Wir sollten besser weiter. Und was ist jetzt mit dem Typen? Mein Rücken tut weh. Meine Füße tun weh. Alles tut weh. Wir müssen was unternehmen, damit diese Raider-Angriffe aufhören. Mhm. Jetzt mache ich mal die Tat. Da ist noch jemand. Das ist schon wieder jemand mit dem karierten Hemd. Entschuldigung. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Aha. Wir haben Wenn die... du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Die hat nicht viel zu sagen hier, die Tante. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Aha, na, das interessiert mich jetzt weniger. Aber ich hätte gedacht, es soll hier eine Kinderkrippe Greenpeace sein oder so. Und jetzt war es das schon wieder hier oder was? Na gut, speichern wir mal kürzlich. Schauen wir mal, was mein Gerät sagt. Moment. Räderprobleme bei Kinderkrippe Greentop. Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie nie wieder eine Bedrohung. Töte die Räder in Dunwich Borers. Das ist die nächste Aufgabe. Himmel im Herr im Himmel. Himmel im Herrn. Nee. Und wo ist es? Nirgends.
Oh, das ist verstrahlt hier, oder wie? Nee, nee, nee. Töte die Räder. Oh Gott, da müssen wir jetzt da hin ich drücke immer das Falsche. Mann, da haben wir aber heute schon wieder was geschafft hier, hä? Dann machen wir mal, also ich bin da. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Ja, da müssen wir da jetzt hin, oder? Und die Heinis da töten. Ja, komm, nichts leichter als das. Das machen wir aber dann jetzt, oder? Im nächsten. Oder sollen wir schon mal loslatschen? Und hier haben wir bestimmt irgendwie 10.000 ganz wertvolle Gegenstände übersehen. Na gut, aber ich will das, meine insgesamte Videozeit hier unter 3 Monaten halten. Und deswegen latschen wir jetzt einfach mal weiter. Oh nee, wir müssen nach rechts. Sind wir jetzt richtig? Aha. Gut, Moment. Also ich muss da rechts hin, oder? Und das ist verstrahlt hier, die Käsesiedlung. Und ich muss ich aber hin, oder? Töte die Räder in blablabla. Habe ich überhaupt noch Munition? Ja. Oh, es wird Tag. Na, da kann ich die Taschenlampe ausschalten. Oh, es wird Tag. Schau mal, wie schön die Bäume da. Da bin ich ja hier schon im Grusel Forest, oder? Da bin ich schon gleich. Oh, schon gleich im nächsten Horrorspiel oder so. Hallo. Also da gehen wir jetzt noch hin, oder? Und dann. Oh! Da steht. Nee. Dachte schon. Also da kannst du echt Paranoia auch kriegen hier. Wir gehen weiter bis zu der Autobahn da. Augenbot. Ja, der ist aber lieb. Eine attraktive Bezahlung mit Zusatzleistungen. Bewerben Sie sich noch heute. Toll, schaut er das an. Schick, wie schick der ist. Aber der ist lieb, oder? Weil er. Also man muss auch schon echt sagen, das ist aber auch schon eine wahnsinnig interessante Dings da. Also, was so an Einfällen, was die hier da alles, die Entwickler von dem Mistspiel hier, von dem wunderschönen Spiel des Jahrtausends, also das muss man schon mal echt sagen, das ist hier das Spiel des Jahrtausends, was das alles da, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, also was diese tollen Entwickler da alles an Ideen reinpacken, und also schau mal, das kriegst du da für 29,99 geboten. Da muss man aber schon mal sagen, Junge, hat sich doch gelohnt. Muss man jetzt aber. Oh weh, und jetzt ruft mich natürlich wieder jemand an. Ach komm. Wenn mal keiner mit der Motorsäge zugange ist, dann ruft mich jemand an. Das war jetzt klar. Ja, was du hier alles geboten kriegst, gell? Telefonanruf im Niemandsland. Das ist der liebe Erwin, der mich da an. Ah, nee! Geschmiedeter! Oh, nee! Ah! Ach, geh! Mensch! Weil mich der Erwin wieder abgelenkt hat mit seinem Telefonanruf da. Mann. So ist man immer, wo wir sind hier, Mensch. Nachladen. Was war jetzt meine Aufgabe? Töte die Idioten. Und da. Also. Hilft mir keine alte Sau. Wo ist denn mein Kollege? Kollege? Arbeiter. Na, die sind aber lieb, oder? Na, gehe ich doch mal hin. Entdeckt der Slog.
SLUG? Was soll das? Ein Schwimmbad? Ich glaub's nicht. Du kannst dich gerne umschauen. Nee. Ey. Wiseman hat hier das Sagen. Wiseman, das ist ja fast so schön wie der Vertibirge. Gell? Schwedisch ist eine herrliche Sprache. Vertibirge. Willkommen im Salon. Vertibirge. Vertibirge. Huch, sind plötzlich ganz viele da. Haben die hier ihr Schwimmbad? Oh nee. Und ich gehe fast völlig falsch. FFF, fast völlig. Muss ich jetzt da durch? Unglaublich. Aha, immerhin haben wir irgendwas entdeckt wieder hier. Aha. Dann speichere ich aber. Oh, schau mal, was ist das für ein Käse? Ein Diner, oder? Gibt's da was? Abgeschlossen. Das Schloss ist zu schwer, weil da jetzt garantiert irgendwas Witziges drin ist. Oh, nee. Oh, und ich muss über... Das ist der Fluss, oder? Da muss ich jetzt drüber hier. Oh, warte. Komme ich gar nicht drüber, oder wie? Oh, nee. Ach du Scheiße, da muss ich jetzt darüber und da ist eine Brücke, oder? Oh, 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 oh. Ah, da über die Brücke da, oder? Weil schwimmen kann die da garantiert nicht, weil das Radioactivity ist. Kennst du es auch, Radioactivity? Also von der Gruppe Kraftwerk? Oh, oh. Hier ist da schon wieder lustige Musik da mit von wegen... Und weißt du, was witzig ist an der Radioaktivität von der Gruppe Kraftwerk? Die haben das tatsächlich nicht so gemeint, dass sie gegen Kernkraftwerke protestieren wollten, sondern die haben das tatsächlich so gemeint. Da waren die noch völlig unbekannt und haben ihre erste, die haben eine Amerika-Tournee gemacht und mit dem Lied Autobahn waren sie dann tatsächlich in den amerikanischen Radiosendern gut vertreten. Und weil die amerikanischen Radiosender das Lied Autobahn, ihr Autobahn, so oft gespielt haben, haben sie eben die zweite LP Radioaktivität genannt. Also es war nicht die zwei, es war schon die, sie hatten vorher schon ein paar, die waren aber praktisch unbekannt, aber ich habe die tatsächlich noch. Und dann haben die nächste LP Radioaktivität genannt, aus dem Grund, weil die Radiosender eben so aktiv waren und ihr Lied gespielt haben. Mensch. Ich soll natürlich nichts erzählen, wenn gerade ein Geschmiedeter kommt. Ach, wer kann man das wieder erklären hier? Deswegen hieß es Lied Radioaktivität. Geschmiedeter. Oh nee. Und wer schießt da sonst noch auf mich? Das ist doch wieder nicht mehr ganz normal hier. Kommen noch 50 gespielte oder wie? Ich werd nicht mehr. Oh ne, jetzt haben die eine Handgranate. Ach komm, wenn die auch gleich noch mit dem Flammenwerfer kommen und was, das ist doch nicht normal. Ui, schau mal. Megaton hier. Oh, nee. Wo ist mein... Moment, jetzt pass auf, jetzt machen wir es mal schlau. Karte, ich muss über die Brücke drüber, oder? Und dann einfach dafür, das machen wir jetzt ganz schlau. Was ist mit dem, Heini? Da hockt einer. Entschuldigung. Bitte, ich habe solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Aufwärte das Wasser geben. Ja. Natürlich. Bitte schön. Oh, schau mal. Danke. Ich weiß Danke. Zu schätzen, dass du das getan hast. Pressen hat das geliebt. Und jetzt habe ich mir wieder hey, fünf.
Danke. Punkte verdient. Ich ruhe mich hier noch ein wenig aus, bis es mir wieder besser geht. Gut, da speichern wir mal schnell. Bevor die Geschmiedeten wiederkommen. Ich krieg Anfälle ohne. So viele Anfälle habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gekriegt, wie ich hier krieg, wenn. Da spendest du ganz harmlos mal aufbereitetes Wasser und dann greifen dich Geschmiedete an. Also das, wenn mir das einer gestern erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Hätte ich dem freiweg ins Gesicht. Unverblümt, Norbert Blüm, hätte ich dem unverblümt gesagt, du hast doch einen Vogel. Hätte ich dem gesagt. Sehe ich jetzt eigentlich nicht. Oh nee. Muss ich jetzt da runter? Sag mir jetzt nicht, dass ich da runter muss, weil dann kriege ich. Ach so, habe ich schon erwähnt, dass ich einen Anfall krieg? Ja. Ach komm, nicht immer das Falsche. Erwähnte ich schon, dass ich einen in Kürze. Hugo. Nee. Hugo hat hier ein Loch. Muss ich da jetzt rein in das Loch oder wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt mein grüner Punkt? Da hinten sind böse, oder? Oh, Geschützturm. Muss ich jetzt da runter? Erklär mir das mal. Und mein Begleiter hilft mir da auch nichts, oder wie? Jeder wird da rein. Ah, und ich muss die jetzt alle töten, oder wie? Warte mal. Muss ich die alle abmürks? Töte die Räder in Dunwich. Sind das jetzt die hier, oder wie? Ach, geh. Oh, nee. Gut, dann machen wir das im nächsten Video. Oh, ui, na, der schaut doch, den kenne ich doch. Das ist doch der Terminator, wenn er mal kurz durchs Feuer gegangen ist, oder? Der Arnold Schwarzenegger nach Fremdeinwirkung. Also, nee. Gut, dann machen wir das im nächsten Mist-Video. Ich will jetzt nur noch, dass ich wenigstens halbwegs weiß, wo ich hin muss oder so. Muss ich die jetzt hier alle abmurksen da, oder wie? Muss also das rechts hier sein, da der Käse. Oh, schau. Toll. Jetzt bin ich gefangen. Nee, darauf habe ich jetzt noch gewartet. Jetzt gehe ich wieder zurück. Oh oh. Gut, also es muss sich irgendwie hier doch um dieses seltsame Ding handeln da. Was? Wird sich wohl und die Sonne geht schon wieder unter, oder wie? Schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Ja, das töte die Räder in Dunwich Borers. Heißt das wirklich Bohrer oder wie? Bohren die da ein Loch oder wie? Und was ist das hier? Hugos Loch. Also zwischen, aha, muss ich jetzt, sind die da in der Bude drin? Na gut, das machen wir dann im nächsten Video. Schnell speichern. Und mit diesem wunderschönen Sonnenauf- oder Untergang, oder was auch immer das hier sein mag. Sonst haben wir hier nichts im Angebot, oder? Ja, naja. Und jetzt fängt es das Regnen auch noch an.
verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von dir. Danke fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und wenn es dich auch gefreut hat, empfehle mich einfach weiter auf Facebook, Twitter und per E-Mail an deine Nachbarn oder einfach an der Haustür klingeln. Okay, Svetlana und ich verabschieden sich mit einem flotten Reim auf den Lippen und bis zum nächsten Mal. Ciao.